Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 6 von The Hunter Call of the Wild im Singleplayer-Modus. Ja. Ich habe mir für die heutige Aufnahme vorgenommen, wir werden den Dammhirsch finden, den wir fotografieren müssen. Wir werden diese Quest erledigen und ich bin super gespannt. Allerdings für die Quest müssen wir nach Rattenfeld, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann reisen wir doch mal schnell zu diesem Außenposten hier. Tut mir leid, wenn jetzt das erstmal nur Ladebildschirm und so weiter und so fort ist. Aber ihr werdet schon damit klarkommen. So. Dann einstellen. Sonst habe ich hier gleich ein Problem. So. Jetzt haben wir es wieder. Gut. Neue Mission verfügbar. Jägerbildschirm. Und wir müssen hier einen Dammhirsch finden. Und zwar würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal hier lang, oder? Na, komm. Oh, oder auch nicht. Los. Na, dann halt nicht. Wer sich jetzt fragt, warum an manchen Stellen hier schon Dinge bespielt sind, das ist im Prinzip ganz einfach, denn ich habe das ja schon mal erklärt, für die, die jetzt neu dabei sind. Ich werde diesen Spielstand im Single- sowie im Multiplayer spielen. Ja, im Multiplayer zusammen mit Lars. Das bedeutet auch, dass sich die Spielstände überschneiden und gewisse Fortschritte an der einen oder anderen Stelle sichtbar sind. Quests werde ich, denke ich, nicht im Multiplayer spielen. Sondern das ist so wirklich was, wo man im Singleplayer gut was machen kann. Jetzt muss ich dann doch noch mal hier rüber. So, hoppala. Das sollte nicht passieren. Haben wir denn hier noch einen Jagddruck? Ja, wir haben hier noch Jagddruck. Also wir versuchen mal hier zu den Feldern zu gehen. In der Hoffnung. Das ist das Fernglas. Wo war denn hier? Da war das. Ja, die Tiere auch ein bisschen anlocken, ne? Wollen wir wieder zwischendurch mal gucken. Reh, Brunftschrei. Reh ist nicht das, was wir wollen. Auch schön, aber nicht das, was wir wollen. So. Im Moment sind ja Karnevalstage. Was mich jetzt mal interessieren würde, feiert ihr? Oh, guck mal, da ist ein Reh. Meine ich, dass es ein Reh ist? Nein, das ist ein Dammhirsch. Klasse. Der darf uns nicht verloren gehen. Hinten ist er. Wahrscheinlich sind wir viel zu weit weg dafür. Egal, wir haben seine Spur. Das heißt, wir können da hinterher.
Klasse. So, wir haben eine heiße Spur. Die werden wir jetzt verfolgen. Wir sind natürlich jetzt relativ laut. Das ist nicht so gut. Mal etwas leiser gehen. Bahnhof von einem Reh. Das ist schlecht. Dann gehen wir jetzt mal ganz langsam. Schleichen wir uns einfach mal durch die Gegend. Heißt was? Ja, was? Wo ist es? Da war was. Habe was gehört. Warum denn von einem Reh? Ich will doch kein Reh. Ich will doch den Dammhirsch. Dann waren das zwei verschiedene Spuren. Ja, auch die Spur weiter. Dammhirsch. Sehr schön. Ganz entspannt. Ganz entspannt dem Tierchen hinterher. Das ist ein Brunftschrei von einem Reh. Das ist auch etwas zu klein. Vielleicht haben wir Glück und finden gleich hier auf einem offenen Feld das Tier. Das wäre ja super. Ich fürchte nur. Wird schon ein bisschen weiter weg. Das denn gewesen? Aus wie ein Schwein. Spannend. Sagt die Losung frisch. Heißt, das Tier ist doch schon etwas länger weg hier. Ist nicht mehr sehr frisch. Sehr frisch wäre optimal. Hier haben wir, aha, das Tier gehend. Ab durch die Hecke. Aber sind weiter die Spuren. Wollen wir da hinten nicht zufällig auch noch einen finden? Das Ganze etwas beschleunigen können, aber nein. Sprunftschrei. Toll. Ist da auch noch einer? Oder der ist da einmal im Kreis gelaufen und verarscht uns. Losung von gerade eben. Da vorne.
Dammhirschbahnhof. Da sehe ich nichts. Der wird dann wahrscheinlich da hinter dieser Kuppe sein. Können wir ihn anlocken. Spannend. Aber dieses Holz, das knistert so schön. Knister, knister, knäuster. Bitte komm doch, lieber Hirsch. Ich will nur ein Foto machen. Will doch nur ein Foto machen. Aber der Dammisch hat offenbar kein Foto für mich. Schade. Finde ich traurig. So ein schönes Tier. Komm jetzt her. Los. Komm. Wahrscheinlich ist er längst weg. Wäre jetzt sehr schade. Also ein bisschen einduften hier. Ich ja jetzt gerade quasi mit dem Wind. Ja, ich gehe nicht mit dem Wind, aber das Tier ist gleich in Windrichtung und möchte ich nicht, dass es zwar den Ruf besser hören kann, aber mich auch besser riechen kann. Wäre mehr als kontraproduktiv. Ah, jetzt wieder schön leise. Ach ja, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Ach Mann. Stört mich jetzt. Wäre doch so schön gewesen. Wow. Ein roter Schwanruf. Da
Hat ja nochmal eine andere Kategorie als so ein Dammhirsch. Ich hab's doch jetzt, ich weiß doch, dass ich hier bin. Den nicht. Der ist denn schon abgehauen? Wahrscheinlich. Hallo, lieber Dammhirsch, bin hier. Hallo. Menno, das frustriert mich. Ist mir jetzt egal, ich laufe jetzt wieder, das geht mir sonst zu langsam. Schumpti-da, ich laufe durch die Landschaft und es ist schön. Ah, Wälder. Ich höre Gänse. Oh, und ich habe ein Bedürfnisgebiet entdeckt. Schön. Ein Bedürfnisgebiet von einem Dammhirsch. Klasse. So, da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich hier vielleicht doch noch einen Dammhirsch finde. Aber irgendwie finde ich, sieht das relativ mau aus. Vorne vielleicht noch. Mensch, das ist frustrierend. Egal, wir haben da mehr Spuren. Laufen wir weiter hinterher. Losung stammt auch von gerade eben. Perfekt. Das heißt, wir sind gar nicht mal so weit weg. Jetzt bin ich aber gespannt, ob wir den jetzt finden. No. Really? Ja, laufe ich doch jetzt nicht rein. Ob ich so jeck? Level Dammhirsch. Fürchte. Ich habe heute kein Foto für dich. Ja, ich weiß, das habe ich jetzt schon mal gesagt. Er wiederholt sich voll. Ja, schade. Dann ist diese Mission in dieser Aufnahme wohl auch mal wieder schiefgegangen. Sehr schade.
Liebe Zuschauer, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt nur sinnfrei durch die Gegend gelaufen sind und das Ganze irgendwie total blöd war und wir den Dammhirsch trotzdem nicht gefunden haben. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal, hier oben rechts ist die Funktion dafür. Dann bekommt ihr immer die neuesten Videos mitgeteilt. Und unten rechts findet ihr ein weiteres Video von unserem Kanal, was euch gefallen könnte. In diesem Sinne, macht's gut, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play The Hunter Call of the Wild.